Hey, willkommen zurück. Eine weitere Folge Let's Code Octo Awesome steht unmittelbar bevor. Und wie ich bei der letzten Folge und aber auch schon bei der vorletzten Folge versprochen habe, ist, dass wir heute uns ein bisschen um das Kamerahandling kümmern. Weil was wir bisher haben, ist unser Männchen, das sich eigenständig bewegen kann, aber man muss die Kamera immer noch selber steuern. Und das ist ein bisschen nervig, vor allem wenn man hier actionlastige Kämpfe und was weiß ich, was alles hat. Deshalb ist die Idee, dass man jetzt nachträglich mal kurz die Kamera eigenständig steuern lässt. Die Idee dahinter ist jetzt mittlerweile schon ein paar Folgen alt. Die Idee ist einfach, dass wir hier, sagen wir mal, den Screen in, ja, Viertel, bin ich mir nicht sicher, ob wir die in Viertel einteilen sollen, können wir mal versuchen. Und den Player innerhalb dieses Quadranten in der Mitte frei bewegen lassen können, aber dann gleichzeitig die Kamera nachschieben, sollte sich der Spieler ansatzweise aus dem Rand rausbewegen. Weiß nicht, ob wir da einen fixen Rand an die Seiten machen sollen oder ob wir das irgendwie dynamisch machen sollen. Weiß ich noch nicht. Gucken wir gleich mal. Aber auf jeden Fall möchte ich, dass die Kamera sich dynamisch bewegt. Aber was ich zuerst machen möchte, ist dieses komische Rot, was angeblich braun sein soll, hier hinten zu ersetzen, weil das ist nicht genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ich möchte gerne kurz eine andere Farbe aussuchen. Und zwar habe ich jetzt hier einen Screenshot gemacht, übrigens für mein Video. Und ich überlege gerade, ob wir nicht hier mal kurz die Farbe austesten sollen. Ich mache jetzt hier gerade mal ein paar Tests. Oh. Das ist eher ein Braun, das ich mir vorstellen kann. Vielleicht noch ein bisschen dunkler. Das können wir hier mal noch ein bisschen anpassen. Das sieht besser aus. Ja, ich will sowas hier. So ein Matschbraun möchte ich eigentlich haben. Also nehme ich mal diesen Wert. Das ist super. Das übernehmen wir hier mal kurz. Ich habe ja hier oben irgendwo beim Rendern hier dieses Brown eingefügt. Allerdings mache ich das hier mal kurz alternativ. Erzeugen wir eine neue Farbe. Geht das so nicht? Dann machen wir es halt so. So, was brauchen wir hier? Integer, rot, grün, blau oder ein Alpha-Wert sogar. Ne, wir wollen eine Volltonfarbe ohne Alpha-Wert. Da können wir jetzt eigentlich die Farben direkt aus unserem Paint.net übernehmen. Der Rotwert ist dieser hier. 25, 0. Und schon sollten wir ein schöneres Braun haben. Gott sei Dank. So, das sieht doch viel schöner aus. Also, schön, authentischer. Jetzt natürlich noch eine harte Kante. Vielleicht können wir hier irgendwann mal das ersetzen durch eine Textur. Aber was ich ja mit dem Kamerakram jetzt auch noch machen möchte, ist, dass man hier vielleicht sogar, wenn man an den Rand läuft, gar nicht so viel weiter vom Rand weg kann als sowas hier. Also, dass wir hier irgendwie 100, 150 Pixel maximal Rand für die Kamera festlegen. Das geht ja jetzt wo wir den Viewport kennen. Wir wissen ja jetzt, wo die Kamera sich bewegt und wie groß das Renderfenster ist. Machen wir jetzt hier mal wieder alles zu. Rüber wechseln zur Kamera. So, das ist nämlich jetzt so, dass wir an der Stelle einfach mal anfangen, diese ganzen Parameter festzulegen. Das heißt, einerseits nehmen wir diesen Update-Kram hier wieder raus. Also das Steuern per Tastatur nehmen wir raus. Das wollen wir nicht mehr. Außerdem würde ich. Naja, das hier brauchen wir schon. Die Prüfung brauchen wir, weil wir das Center ja trotzdem bewegen. Diese Prüfung hier würde ich jetzt mal abändern. Im Moment ist es ja so, die Kamera darf nicht über den Punkt 0 raus. Das ist ganz links und das ist in dem Moment, wo wir mit der linken Kante über der Hälfte des Screens sind. Und das ist eigentlich viel zu viel. Ich möchte hier nämlich, dass der Center auf keinen Fall weiter weggehen kann als. Nehmen wir mal 100. Nehmen wir mal 100. Also ich möchte, dass. Wie könnte die Rechnung dazu aussehen? Ich muss ja jetzt den Viewport mit einbeziehen. X ist ja der Offset der Karte auf dem Renderfenster. Das heißt, wenn ich auf 0, 0 bin, ist der Viewport die Hälfte des Renderfensters. Ja, also der Offset von der linken oberen Ecke des Renderfensters auf die linke obere Ecke der Karte ist in dem Fall der positiv Client Rectangle Breite halbe. Und das will ich nicht. Ich möchte, dass dieser Wert ein Minimum erreichen kann von
Jetzt müssen wir kurz nachrechnen. Wir erkennen ja Viewport und Viewport hat eine Breite. Davon halbe. Und davon möchte ich aber auch nochmal, da möchte ich nochmal 100 draufrechnen. So, das ist im Prinzip die linke Kante. Das möchte ich nicht, dass das überschritten wird. Das ist im Prinzip der Wert, wie ich es eben schon mal in der Demo hat, also in dem Ding jetzt gezeigt habe, der Moment, wo die Karte oder der Matschstreifen mit 100 Pixeln zu sehen ist. Das ist im Prinzip das da. Glaube ich. Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Und dementsprechend würde ich das dann auch zurücksetzen auf diesen Wert. Gucken, ob das geht. Das heißt, Kamera. Achso, ha, ich kann sie jetzt nicht mehr steuern. Okay, das mal kurz nochmal rein. Okay, das funktioniert offensichtlich noch nicht ganz, weil ich bin ganz links, aber scheinbar nicht minus, sondern plus. Minus natürlich, ist ein positiver Wert. Mein Fehler, es muss natürlich minus heißen. So, genau, das ist so die maximale Position nach links. So, wir haben jetzt natürlich noch den Sonderfall, dass das Fenster größer sein kann als das Spielfeld. Und dann hätten wir ein anderes Problem, dann müssen wir theoretisch dafür sorgen, dass die Karte einfach zentriert ist oder sowas. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Okay, also das hier funktioniert. Dasselbe machen wir jetzt also auch noch für die anderen Achsen. So, das ist die Höhe minus 100. So, und bei dem anderen ist es jetzt ein bisschen komplizierter. Da ist jetzt der Offset. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja. Habe ich? Ja. Da ist jetzt ein bisschen komplizierter. Jetzt ist der Offset ein bisschen anders. Da ist jetzt nämlich der. Ich brauche da immer eine Zeichnung für. Mit einer Zeichnung kann man das immer ganz schön sehen. Das ist nämlich der Fall, dass wenn hier oben, das hatten wir ja schon mal, wenn der Ausschnitt hier nämlich ganz hier unten ist, dann sind wir etwa hier und dann ist dieser Offset die Kartenbreite, also 2000 minus der Viewport. So, und das ist dann der Maximalwert, den es angeben kann. Allerdings Viewport plus 100, minus 100. Schauen wir mal. Keep. Das heißt, hier ist nicht nur Background Size, sondern da ziehen wir einfach nochmal den Viewport ab. Viewport mit und ziehen nochmal 100 ab. Ich glaube, das ist es dann. Sehen wir gleich. Ups. Sehen wir gleich. Ich muss da immer ein bisschen malen bei solchen Sachen, weil dann kann ich es mir besser. So, nach rechts kommen wir nicht. Das ist blöd. Habe ich gerade Visual Studio zugemacht? Habe ich das tatsächlich zugemacht? Ja, manchmal drück mal zu nervös auf dieses X. Dafür mache ich 2 Minuten länger. So, das hier hat noch nicht ganz funktioniert. Wir waren zu weit. Muss ich hier wieder Plus machen? Manchmal muss man es einfach ein paar Mal ausprobieren. Die. Ich mache den ganz groß. Was ist denn jetzt? Na. Die Kamerageschwindigkeit sollte erhöht werden. Ah. Anderes Problem. Aha, okay. Okay, wir haben hier ein anderes Problem. Wenn x größer ist als Playground Size. Ach. Natürlich auch hier wieder halbe, weil ich muss ja. Ich bin trotzdem der Meinung, da kommt ein Minus hin. Achso, aber trotzdem muss ich das hier kopieren. Wir müssen das Spielfeld kleiner machen, aber trotzdem irgendwie hüpft da irgendwas. Ich glaube, das stimmt irgendwas nicht. Okay, wir sind am Rand. Das passt.
Lalala, vielleicht doch Plus. Irgendjemand hatte so einen Comic-Strip irgendwo runtergepostet mit diesem kleiner gleich, größer gleich, wenn eine Funktion nicht richtig funktioniert. Dann tauschen wir einfach mal den Operator aus, in der Hoffnung, dass es dann funktioniert. In dem Fall hilft es tatsächlich. Es muss Plus heißen, nicht Minus. Auf Y-Achse funktioniert das noch nicht. Das machen wir jetzt aber auch gleich. Selbes Verfahren. Nur, dass wir natürlich die Y-Achse nehmen auf beiden Seiten. Und den Wert dann halt auch einsetzen. So, dann haben wir schon mal die Kameraposition auf das richtige, auf den richtigen Bereich limitiert. Das heißt, die Kamera bewegt sich nur noch auf dem Spielfeld und zeigt uns nicht allzu viel Matschbereich drumherum, weil das wollen wir nicht. Aber hier ist irgendwie. Funktioniert das noch nicht? Height, Y. Das meine ich damit. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir die Y-Achse nicht. Aber die haben wir doch gar nicht umgedreht oder so. Nee, das ist Quatsch. Irgendwas anderes ist jetzt hier. Habe ich wieder irgendwo einen Copy-Paste-Fehler drin, Leute? Ist doch immer dasselbe. Okay, ich prüfe auf Y. Ziehe dann das hier ab und sehr wahrscheinlich heißt das Plus. Center X. Das stimmt alles. Y. Sieht jemand den Fehler? Wir rechnen das einfach mal durch, in dem Fall, wo das eintritt, weil das tritt hier ganz offensichtlich irgendwann ein. Das Spielfeld ist auch groß. Da ist das Spiel. Ach, ich bin einfach nur nicht lange genug nach unten gescrollt. Ich mache das jetzt mal anders. Das dauert mir alles viel zu lange. Die Kamera soll ein bisschen schneller sich bewegen. Wieso ist die Karte höher als breit? Das irritiert mich ein bisschen. Wie groß ist denn die Karte? Komm, watch. Game. Mal 2000. Wieso fühlt sich das wesentlich höher an, als es breit ist? Mir ist klar, dass ich einen Bildschirm habe, der breiter ist als hoch, aber es fühlt sich trotzdem breiter an. Höher. Na gut, die Mathe lügt nicht. Alles ist gut. Okay, aber jetzt eigentlich zum eigentlichen Mechanismus. Wir wollten ja, dass dieses Männchen die Kamera steuert, weil ich werde gesteinigt, wenn ich das nicht in dieser Folge jetzt noch abarbeite. Machen wir das mal. Das hier nur als Limit für die Kamera. Die Position Center wird jetzt einfach bestimmt durch die Bewegung des Männchens und nicht mehr durch unsere Tastenkombination. Deshalb würde ich das mal hier kurz mal wieder rausnehmen. Und jetzt einfach die Position des Männchens abhängig machen davon, ob wir uns außerhalb des Bereichs bewegen. Ich mache das vorher, weil diese Regeln, die wir hier aufstellen, nämlich wo sich die Kamera befinden darf und wo nicht, überschreibt das, was wir für die Männchensteuerung haben. Deshalb mache ich die Männchensteuerung nach oben. Und nachher wird dann nochmal geprüft. Es kann ja nämlich sein, dass die sich im Wege stehen, wenn die Kamera der Männchensteuerung sagt, geh aber jetzt bitte noch weiter nach links. Aber unsere Regel, die wir gerade hier definiert haben, sagt, nein, du darfst nicht mehr weiter nach links. Dann sollte diese Regel wichtiger sein als die vom Männchen. Darum mache ich dies in der Reihenfolge. So. Die Überlegung ist, rauszufinden, wo das Männchen innerhalb unseres Viewports ist. Das ist kein Problem, weil wir kennen ja unseren Offset. Das bedeutet, die Position, nennen wir es mal relative Position unseres Männchens, ist im Prinzip die Player Position, allerdings minus unseres Viewport Offsets. Das ist Viewport Position. Na, das ist natürlich jetzt saudämlich. Okay. Nee, float. Pos x ist Game Player Position x minus
Viewport. Position. Top, left. Da gibt es so viele. Wahrscheinlich left. So. Float, post y. Dasselbe nochmal. Das machen wir jetzt. So. Da zählt natürlich die y-Position. Und right. So, jetzt gibt es die verschiedenen Fälle. Einmal, dass das Männchen nach links rausläuft. Das ist, wenn die Position x kleiner ist als unseren Rand, den wir definieren. Und jetzt gibt es ja eben zwei Varianten. Eben entweder einen fixen Randabstand. Das würde ich jetzt einfach mal vorziehen. Nehmen wir mal 200 Pixel. Also sollte das Männchen kleiner als 200 Pixel, das heißt in dem Streifen in der Spalte ganz links mit 200 Pixeln drinnen stehen, dann verschieben wir die Position eben um die Anzahl der Pixel. Und das würde ich jetzt einfach mal relativ berechnen. Ich würde nämlich jetzt mal ausrechnen, um wie viel dieses Männchen zu weit links steht und würde dann Center entsprechend anpassen. Das heißt, Center wäre dann einfach x ist betroffen, das heißt Center x minus und jetzt eben rausfinden, wie weit das Männchen links, so weit links steht. Und der y-Wert ist Center y. Das könnte so stimmen, ja. Dasselbe machen wir jetzt mal für die andere Seite auch noch. So, wenn die Position x größer ist als die Viewport-Breite minus 200, dann versetzen wir Center um positive Richtung um Gottes Willen. Diesen Abstand. Aber das hier ist ja dann kleiner als Position X. Das heißt, wir müssen es umdrehen. Und damit das alles nochmal klar ist, wo das alles herkommt, machen wir eine Klammer drumherum. So. Und das müsste jetzt eigentlich schon... nee. Das Männchen ist zu langsam. So kann ich nicht arbeiten. Auch das Männchen soll ein bisschen Beschleunigung erfahren. Das Männchen soll mit 300 Pixeln pro Sekunde laufen. Juhu. Aha. Rechts funktioniert. Links auch. Das Problem war natürlich, dass wir, und das ist ja im Prinzip das, was passieren soll, wir waren zu weit links. Aber wenn wir rechts uns bewegen, wobei 200 scheinen mir jetzt ein bisschen zu wenig zu sein, das können wir schon ein bisschen früher machen. Ja, 200 ist ein bisschen wenig, vor allem, obwohl wir so ein kleines Fenster haben. Ja, das machen wir noch ein bisschen größer, machen wir auf 300 oder so. Machen wir natürlich mit einer Variable, damit wir das an vielen Stellen verwenden können. Ja, und dasselbe machen wir natürlich für die y-Achse auch. Y Center. So, ist natürlich jetzt sehr viel Copy-Paste-Krimskrams mal wieder. Y. Y und auch hier mal Y auf die Höhe. Center, Vektor, dralala. Das nehmen wir auch wieder raus. X so. Y. Y. Und die Höhe. Ups. Höhe. So, kompiliert. Et kompiliert. Sehr gut. Jetzt machen wir die ganzen Klammern noch raus, damit es ein bisschen kompakter ist. So, gucken wir, was passiert. Und eigentlich müssten wir jetzt einen... Oh. Copy-Paste-Fehler. Ich tippe auf Copy-Paste-Problem. Was ist denn? Hier oben passt alles schon. Y. Tja, ne? Ah ja, sehr gut. Ah, und da sind die 300 schon wieder ein bisschen knapp. Da, das passiert zum Beispiel, wenn das Fenster kleiner ist als unsere Sicherheitsrahmen. Also, dass die Viewport-Höhe ist weniger als 600, weshalb der obere Rahmen und der untere Rahmen kollidieren. Weshalb es natürlich jetzt sinnvoll wäre, die 300 zum Beispiel vielleicht in Abhängigkeit der Fenstergröße zu berechnen. Das heißt, die 300 hier oben nehmen wir mal, das machen wir mal anders.
Ich möchte gerne unterschiedlichen Frame benutzen bei X und Y. Das sind die X-Berechnungen hier oben. Das sind die Y-Berechnungen. Frame Y. Jupp, das passt. Und wir nehmen einfach ein Viertel des Viewports. Viewport Breite durch 4. Und Viewport Höhe durch 4. Und dann kriegen wir da keinen Ärger. Dann haben wir immer ein Viertel des Rahmens, des Fensters. Und wenn es größer ist, dann ist der Sicherheitsrahmen größer. Wenn es kleiner ist, ist es kleiner. So, jetzt haben wir eine automatische Kamerasteuerung, die immer unserem Männchen folgt, aber nicht allzu unruhig ist, weil es nicht immer das Männchen ins Zentrum stellt, sondern das Männchen sich eigentlich auf der Karte frei bewegen kann. Nur dann, wenn es halt knapp wird, folgt die Kamera dem Männchen. Und am Rand ist es halt so, dass die Kamera eher dafür sorgt, dass nicht zu viel Matsch gezeigt wird. Aber ansonsten, wenn es im Zentrum der Kamera, im Zentrum der Karte ist, das Männchen im Vordergrund steht. So, und ich denke, das ist ein guter Abschluss, weil ich der Meinung bin, dass das tatsächlich richtig, richtig gut funktioniert. Endlich mal wieder ein Smiley. Ich werde das auch gleich einchecken. Ich habe das bei Folge irgendwie 10 und 11 vergessen, weil der Code ja auch nicht wirklich kompiliert hat bei 10 und 11. Ja, Mai. Entschuldigung. Aber ich werde das jetzt auf jeden Fall für die Folge, was sind wir denn, 12? Oh, die nächste ist die 13. Das wird ja gruselig. Werde ich das nachholen. So denn, ich wünsche einen wunderschönen Abend und bis morgen.